Moin Leute, Asset Fired hier. Heute widmen wir uns mal so ein bisschen dem Thema Gear-Empfehlung. Und zwar geht es so ein bisschen darum, wie hält man ein bisschen was aus im Spiel, was sollte man sich kaufen, was sollte man meiden und meine Meinung dazu und warum das so ist. Also, fangen wir mal mit dem Thema Body Armor an. Es gibt eben mehrere Stufe 5 Armors und Stufe 5 ist so das, was ihr als Minimum ansehen solltet, wenn ihr gegen irgendwen spielt mit einer AK und BS Ammo, einer M4 mit einem guten Ammo-Typ, also 855A1 oder 995, ganz fies, und ihr mal 2-3 Schuss überleben wollt. Also bei BS könnt ihr mit einer vollen Gen 4 oder mit einer vollen Killer Armor halt 3 Schuss überleben. Dasselbe gilt für 995. Das ist natürlich immer noch nicht sonderlich viel, aber es kann euch eben das Leben retten. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, warum Gen 4 oder warum Killer. Ich persönlich kaufe immer eine Killer-Rüstung aus einem einfachen Grund. Ich habe hier mal zwei Rüstungen, die beide so, naja, die Hälfte, ja keine Ahnung, also vergleichbar viel verloren haben, sagen wir es mal so. Klicke hier mal das Repair-Menü auf. Hier seht ihr, bei der einen müssen 24 Punkte repariert werden, bei der anderen 31. Jetzt kommt der erste Unterschied. Die Killer-Rüstung kann ich günstiger reparieren. Obwohl hier 31 statt 24 Punkte repariert werden müssen, kostet es mich nur 18.000 Rubel statt 27.000 Rubel. Das skaliert so weiter. Der wichtigere Punkt für mich ist aber der hier oben. Ihr verliert Haltbarkeit bei jedem Reparaturvorgang. Das heißt, in diesem Fall hier geht die Rüstung von 54 Punkten runter auf 49 Punkte. Bei der Killerrüstung hingegen gehen nicht so viele Punkte verloren, denn sie geht nur von 52,68 auf 51,96 runter. Das liegt am Rüstungstyp. Das eine ist halt hier Titan, also ne, vom Typ halt irgendwie metallbasiert, nenne ich es mal. Also eine Metalllegierung. Und beim anderen ist es halt Plastik, also Polyethylen. Und das lässt sich wohl besser reparieren. Also das ist zumindest der realistische Grund. In-game wird es halt hier adaptiert sein. Das heißt, der Killer-Rüstungstyp lässt sich günstiger reparieren und verliert weniger Haltbarkeit dabei. Was bedeutet das? Überlebe ich 5 Raids, kriege jedes Mal was auf meine Rüstung und muss das reparieren, ist es günstiger und die Rüstung hält halt länger. Es ist also die hochwertigere Rüstung. Für mich persönlich ist es ein bisschen schade, dass die Arm-Hitbox nicht geschützt ist. Das heißt, die einzige Ausnahme, die ich machen würde, ist, wenn ich Labs spiele, dass ich meine Arme gerne geschützt habe, weil gerade wenn man Arme verliert auf Labs, man gerne mal sein Leben lässt, weil man dann nicht mehr trifft. Wenn dann noch 2 Raider kommen und man schießt sonst wohin, weil der erste einem die Arme geschrottet hat, ist immer blöd. Also da habe ich gerne, wie man hier sehen kann, von der Armor Area, die Arme mit drin. So, das heißt, auf jeder Karte bis auf Labs würde ich immer eine Killer Armor spielen. Bei Labs habe ich sowieso die Chance, mir eine neue Gen 4 zu looten. Da ist das Spiel ein anderes und da gilt das Versicherungsspiel ja auch nicht. Auf Labs gibt es keine Versicherung und. Aber das ist ein Thema für sich. Das will ich jetzt hier nicht weiter behandeln. Aber das heißt, für mich sind diese beiden Rüstungen die, die ich kaufen würde. Weil der Zuck-Trade aktuell so teuer ist. Sonst habe ich mir immer Zucks getradet mit den Dog-Tags. Den Dog-Tag-Trade gibt es nicht mehr. Also das ist die Stufe 6 Armor. Ich zeige es euch einmal. Das ist diese hier. Die habe ich mir vorher immer über die erschossenen Dog-Tags geholt. Der Trade ist entfernt, jetzt braucht man da Vasen und Teepötte für. Das heißt, man kommt nicht dauerhaft an Zucks ran. Das heißt, für den Vielspieler ist die beste Rückfalloption die Killer-Armor. Wenn ihr eine Armor-Drick haben wollt, gilt dasselbe für die Tech-Tag. Wenn wir uns hier mal vergleichen, das ist auch Polyethylen vom Rüstungstyp, ist auch Stufe 5, ja. Und wenn wir jetzt das Reparieren angucken, gilt da auch dasselbe. Man verliert eben kaum Punkte. Die geht runter von 50 auf 49,4. Ich habe jetzt jeweils die Prapor-Preise angegeben. Ich kann natürlich hier mit dem Preis hochgehen. Ja, das kennt ihr vermutlich alle. Wenn ich hier auf Mechanik gehe, geht diese Punkte sogar noch runter. Das lohnt sich aber niemals bei einer Tactic oder einer Killerrüstung. Das heißt, ich repariere da immer bei Prapor. So viel zum Thema Body Armor. Das heißt, in diesem Setup hier würde ich mir jetzt, wenn ich Shoreline gehen will, eine Killer Armor anziehen und würde das Ding halt einmal reparieren. Zack.
Und das Ding geht kaum von der Punkte runter. Ne? Wunderbar. So. Jetzt das nächste Thema, was ich einfach mit kurz anreißen will, ist Helme. Oder sind Helme, so rum. Für mich persönlich gilt, alles, was kein Headset tragen kann, spiele ich nicht. Aus dem einfachen Grund, dass meine ganze Map-Orientierung auf Shoreline und ich spiele Main Shoreline übers Hören läuft. Ohne Headset höre ich nicht genug, als dass ich zuordnen könnte, von wo der Gegner kommt, von wo er sich ranschleicht, wo er hockt. Ist sowieso schon schwer genug. Für mich also keine Option. Das heißt, alle Helme, wo kein Headset drunter passt, fallen weg. Und für mich persönlich ist jetzt nur noch die Entscheidung da, will ich ein Face Shield haben oder will ich kein Face Shield haben. Wenn ich ein Face Shield haben will, dann würde ich mir höchstens einen LZSH kaufen. Denn das ist ein Armor Stufe 3 Helm. Das heißt, gegen Scavs gut geeignet, für günstige Ammo gut geeignet, gegen eine Pistole gut geeignet. Alles darüber geht sowieso durch fast jeden Helm mit einem oder mit zwei Schuss durch. Das heißt, man kann mit einem Altin oder einem Maschka, so wie man sie hier sieht, durchaus mal einen Schuss überleben. Auch von etwas besserer Armor. Das Ding ist aber, dass der Einkaufspreis und der Reparaturpreis mir das persönlich nicht wert ist. Das müsst ihr selber entscheiden. Der viel wichtigere Punkt aber obendrauf ist noch, dass ich erstens ein eingeschränktes Blickfeld schlecht finde. Weil, also, ein Gegner, den ihr überseht, der mäht euch auch mit so einem Helm um. Ja? Weil wenn er in der Ecke sitzt und euch die Beine meinetwegen wegsprayt oder auch durch die Rüstung mit 4-5 Schuss dann durch ist, Full Auto M4, da seid ihr schnell tot. Egal, was ihr anhabt. Und Leute übersehen ist für mich ein größerer Tötungsgrund, als dass ich mal direkt einen Headshot bekomme. Deswegen ziehe ich mir gerne nur so eine Nussschale hier auf. Mit meinem Lieblingsheadset, dem Comtex 2. Das ist so ein Thema, das müsst ihr für euch nochmal ergründen. Da können wir vielleicht auch mal einsteigen, aber da gibt es schon sehr gute Videos zu. Welches Headset euch jetzt am besten gefällt, das müsst ihr für euch auch ein bisschen erhören. Aber ne, für mich gilt hier Comtex 2. Aber zurück zu den Helmen. Für mich entweder so eine Nussschale wie dieser hier. Das ist ein guter Armor 3 Helm. Da gilt dasselbe gegen eine Pistole, gut geschützt. Nacken hat auch eine Armor 3 drauf. Das heißt, gegen die Shotgun, die von hinten auf einen schießt, hat man mal was auf dem Kopf. Und wenn einer einem 9mm in den Kopf hämmert, dann überlebt man das auch. Schießt er mir zwischen die Augen, bin ich eben tot. Das ist so. Möchte ich das nicht, gehe ich allerhöchstens auf einen LZSH. Das ist so vom Ding her derselbe Helm. Ne? Der macht genauso Nape und Top. Der Rest kommt halt vom Face Shield. Und das mit dem Face Shield muss man eben für sich entscheiden. Da gilt für mich persönlich auch fast schon dasselbe. Diese Unklarheit, die so ein Face Shield mit sich bringt. Also wir können das ja einmal ganz kurz im Hideout machen. Darf ich bitte zurück? Danke. So, also im Hideout können wir uns ja den Helm mal anziehen, wenn wir einmal nachladen. Also wenn ihr mal so einen Helm ausprobieren wollt, dann könnt ihr das sogar hier machen. Dann müsst ihr nur einmal nachladen. Dann triggert das. Und diese Unklarheiten hier sind für mich oft Grund genug. Und dieser ja, dieser Milchschleier, nenne ich es mal, ist Grund genug für mich, keinen Helm zu tragen. Denn im dunklen Resort, so wie diese Ecken hier, übersehe ich manchmal Leute, wenn ich sowas aufhabe. Und ich finde das Bild ohne eben einfach bedeutend klarer. Wenn wir nochmal zum Vergleich, ne, wenn wir das jetzt öffnen, dann sieht man es nochmal ein bisschen klarer. Und das klare Sichtfeld ist für mich hier wichtiger als der eine Raid von 10, den ich eventuell, und ich glaube, 1 von 10 ist nicht mehr realistisch durchs Face Shield, denn da geht so viel Ammo durch, dass das nicht realistisch sein kann, aber ich habe jetzt keine Statistik dazu geführt, ist nur ein Bauchgefühl. Also der eine von 10 Raids, den ich damit überleben würde, bleiben wir einfach mal bei der Zahl, ist es mir das nicht wert. Das heißt, ich setze mir einfach sowas auf. So, und wenn wir insgesamt von Gear sprechen, dann kaufe ich mir persönlich immer einen Tri-Zip. Aus welchem Grund? Guckt euch mal den Tri-Zip so an.
Das ist mit einer der kleinsten Rucksäcke im Spiel mit relativ viel Platz. Wenn wir dagegen mal ein Attack 2 vergleichen, das können wir mal eben machen. Ja, mach noch 17 mal das Menü auf, Heiko. Das funktioniert bestimmt. Also wir können ja erstmal mit dem Pilgrim anfangen. Dann ist der schon bedeutend größer und ja, das Blaue, da brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Dass das auffälliger ist. Und ich habe gar keinen Attack 2 da. Dann nehmen wir einen Blackrock als Verhältnis. Da gilt dasselbe. Und beim Attack, der ist noch ein Stück breiter. Und das heißt, alle anderen Rucksäcke oder die gute Referenz haben wir auch noch am Start. Hier der aktuelle Lieblingsbackpack von jedem, der Tarkov spielt, habe ich das Gefühl. Einfach weil der Weihnachtsbaum den ausspuckt. Die Parkgarage, nennen wir sie mal so. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Da wird man schneller gesehen, ne? Und das sind so Faktoren, die bei Tarkov eine Rolle spielen. Wer sieht wen zuerst? Derjenige, der den anderen zuerst sieht, gewinnt den Fight in 90% der Fälle, weil er die ersten Schüsse gezielt setzen kann. So bin ich zumindest der Meinung. Und deswegen spiele ich, wie gesagt, die gut zu reparierende Rüstung, Polyethylen-Typ, weil auf lange Sicht günstiger. Die kann ich auch mal wegdroppen und nächsten Tag wieder kriegen und wieder hochreparieren, wenn ich vom Gegner eine kriege und. Und vor allem ist die Preisdifferenz zwischen Gen 4 und Killer nicht gut genug. Für mich ein Helm mit Face Shield, nur manchmal sinnvoll, vielleicht auch auf Labs, wenn ich ein bisschen höherwertiges Gear dabei habe, viele Magazine mit Ammo drin, dann ist es das wert. Diese Helme hier scheiden für mich einfach komplett aus, weil die kein Headset ermöglichen. Das heißt, mir fehlt die Übersicht, um zu hören, wo ein Raider kommt, wo ein Spieler kommt, wo jemand vielleicht schon sitzt, um zu orten, wo Schüsse sind und. Und ich denke, das ist in etwa das, was ich euch mal mit auf den Weg geben wollte, weil da auch ein paar Nachfragen kamen, warum ich nie einen Altin spiele, warum ich nie einen Maschka spiele. Ist nicht mein Ding. Muss jeder natürlich für sich entscheiden, aber wir können ja als Extrembeispiel nochmal den Maschka aufsetzen, dass wenn ihr diese Helme noch nicht gesehen habt, dass wir das auch nochmal sehen. Ja, und wer mir sagt, dass das keine Einschränkung ist fürs Sichtfeld, um Leute einfach irgendwo zu sehen im Resort, wo es Treppen rauf runter geht. Keine Ahnung. Also für mich, not worth trying. Ich denke, das war's jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die Unterstützung hier auf YouTube. Danke für jeden Daumen, danke für jedes Abo. Ich freue mich, dass das hier angenommen wird und dass ich meinen Senf auch auf diese Welt hier verbreiten darf. Vielleicht habt ihr ja mal Bock und schaut auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Hau dir rein. Ciao.